Freunde, ich möchte heute mit euch unsere Muskeln entspannen und die Nerven beruhigen und trotzdem alles in einen guten Fluss bringen und das mit dem Power-Mineralstoff Magnesium. Ich habe euch ja schon ein Video dazu gemacht. Ich hatte ja so Muskelverspannungen am Hals und bin dann auf das Magnesiumöl gekommen. Das habe ich euch ja angesetzt und habe mir das aufgesprüht und da habe ich gemerkt an der Schulterpartie, wie gut mir das getan hat. Und dann habe ich euch ja auch darüber berichtet, dass ich es auch, weil es ja auch antibakteriell wirkt, dann als Deo ausprobiert habe. Und ich finde es ja nach wie vor ein sensationelles Deo. Ich liebe es. Und dann habe ich gesagt, dass ich auch gerne noch mehr damit ausprobieren möchte und deshalb möchte ich heute mit euch in die Badewanne gehen, ein Vollbad nehmen und ein Fußbad machen. So, jetzt zum Magnesiumchlorid, das ich hier habe in Form von, ja, Flocken nennt man das. Und zwar sind das die Flocken, mit denen wir auch das Magnesiumöl ansetzen, das aber eigentlich gar kein Öl ist, das wird irgendwie nur im Volksmund so genannt. Es ist eigentlich eine konzentrierte Magnesiumlösung. Und die kann uns sehr viel nutzen, weil Magnesium eben ein Power-Mineralstoff ist, ein lebensnotwendiger Mineralstoff ist, der auf unser Nervensystem Einfluss nimmt, der auf unsere Muskelfunktionen Einfluss nimmt, unseren Elektrolythaushalt in Einklang bringt, ganz wichtig für Knochen und Zähne ist und so weiter und so fort. Und ihr könntet ja, wenn ihr möchtet, mal zu eurem Arzt gehen und wenn ihr ohnehin vielleicht ein Blutbild machen lasst, dann lasst doch mal auch austesten, wie euer Magnesiumstand ist. Denn ich habe ja auch darüber berichtet, dass es ein ganz wichtiger Kofaktor ist, um eben auch das Vitamin D besser zu synthetisieren. Und da kommen wir ja immer wieder in diese Jahreszeiten, in denen wir einfach einen Vitamin D-Mangel haben. Zu wenig Licht, zu wenig Sonne, zu wenig draußen an der frischen Luft. Und da können wir natürlich ein bisschen Abhilfe leisten, indem wir Magnesium äußerlich aufnehmen, also durch die Haut. Gut, einige haben gesagt, das ist nicht so ganz bewiesen, andere haben gesagt, das ist es. Ich muss sagen, für mich, was ich ausprobiert habe, mir hat es super geholfen. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich richtig, richtig, richtig verspannt und auch angespannt war. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich habe ja dann mein zweites Buch fertig geschrieben und das sind natürlich immer Phasen, in denen man viel schreibt und tippt und so und viele von uns sind ja die ganze Zeit am Computer und haben einfach auch Verspannungen und sich dann einfach mal so ein Vollbad zu gönnen, ist großartig. Bevor ich aber mit euch in die Badewanne hüpfe, möchte ich euch noch einiges sagen und zwar haben einige auch auf mein Video zu dem Deo und zu dem Spray geschrieben, dass sie es auch schon probiert haben, es aber bei ihnen auf der Haut prickelt. Und bei mir ist es nicht so, also ich habe schon eine gewisse Stimulanz an der Stelle gemerkt, als ich es aufgetragen habe, aber es war kein unangenehmes Prickeln. Und da habe ich nochmal genau nachgelesen und den Link tue ich euch auch in die Infobox, dass das durchaus, also es kann natürlich sein, wenn die Haut sehr, sehr empfindlich ist, dass es auch eine Überreaktion ist oder generell eine Reaktion ist und es jemand nicht verträgt. Man kann dann natürlich mit niedrigeren Dosen einfach anfangen, seine Haut daran zu gewöhnen. Denn wenn es prickelt, kann es durchaus auch ein Zeichen dafür sein, dass ihr in einem Magnesium Notstand seid, beziehungsweise einfach wirklich zu wenig Magnesium als Pegel in euch habt. Also das fand ich ganz interessant. Und dann soll man das in verschiedenen Dosen einfach steigern. Also solltet ihr das nochmal ausprobieren wollen und es prickelt dann vielleicht noch, dann probiert es einfach in einer niedrigeren Konzentration und gewöhnt euren Körper daran. Und wenn ihr dann auf einem guten Pegel seid, dann soll es eben auch nicht mehr prickeln. Das finde ich, ist eigentlich irgendwie ganz, ja, herzuleiten, ganz schlau, dass man das einfach sieht, dass der Körper einfach eine Reaktion darauf aufgibt. Ja, und dann könnt ihr, wenn ihr damit nicht anfangen wollt, dass ihr sagt, oh, wir trauen uns jetzt in diesen Salzbrocken in eine Badewanne zu steigen, kann man auch mit einem Fußbad anfangen. Und da fängt man dann so mit 350, 450 Gramm von diesen Magnesiumchloridflocken an auf 4 Liter Wasser in etwa und bei 37 Grad macht ihr das. Das zeige ich euch jetzt auch gleich und dann könnt ihr euch auch währenddessen ein bisschen entspannen. Für mich ist das wirklich eine ganz glorreiche Sache, weil ich gemerkt habe, dass mein ganzer Körper, auch wenn ich in der Badewanne war, danach dann so entspannt war und ich bin so wie ein Baby in den Schlaf gefallen. Deshalb wollte ich euch das einfach alles nochmal berichten. Ob bei Stress, bei Verspannungen oder Muskelkater nach dem Sport, zur Verbesserung der Durchblutung oder bei Kopfschmerzen, Gelenkbeschwerden oder auch bei Hautproblemen, Magnesium-Vollbäder können helfen.
Wenn man sich dann alleine vor Augen führt, dass 300 enzymale Vorgänge in unserem Körper nur mit Magnesium funktionieren, dann wird ganz schnell klar, wie wichtig dieses Powermineral für unseren Stoffwechsel und den Elektrolythaushalt ist. Ich nehme 1,5 Kilo vom Magnesiumchlorid in ein Vollbad und verweile für 1,5 Stunden darin. Wunderbar! Und damit es hier keine Verwechslungen gibt, wollte ich euch kurz nochmal sagen. Also das ist das Magnesiumchlorid. Das ist das, womit dieses Magnesiumöl angesetzt wird, was auch antibakteriell wirkt, womit wir in die Badewanne gehen und was wir auch fürs Fußbad benutzen können oder eben punktuell bei Muskelverspannungen. Es gibt aber auch das Magnesiumsulfat. Das ist aber ein anderer chemischer Teil dieses Salzes, das nennt man Bittersalz. Darüber habe ich euch auch geschrieben, zum Beispiel in meinem Magazin Basenfasten. Das nimmt man zum Beispiel, um leicht abzuführen. Das ist also etwas anderes. Hier ist es letztendlich das Chlorid, von dem wir sprechen. Und ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe euch alle Links in die Infobox geschrieben. Für mich ist es insofern glorreich, gerade in einer Jahreszeit, in der wir vielleicht angespannt und verspannt sind und sowieso viel drin sitzen, ist das so eine tolle Kur, die man machen kann. Wenn man dann einfach über einen gewissen Zeitraum, ich bin ja sowieso so jemand, der wahnsinnig gerne lange in die Badewanne geht, mich stört es ja nicht, ihr wisst es ja, ich mache ja auch öfter einfach sowieso meine Salzbäder und dann nehme ich mir ein Buch mit, dann lese ich das Buch einfach da drin und dann vergeht so eine Stunde einfach mal schnell. Und danach ist man so tiefenentspannt und wenn ihr dann einfach mal eine Kur macht über mehrere Wochen und einmal in der Woche in diese Badewanne hüpft, das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ja, ihr Lieben, also Olala und Solala gibt es auch auf Instagram und auf Facebook. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da auch mal besucht und schreibt mir, wie euch das bekommen ist mit dem Magnesium, wenn ihr vielleicht mit kleineren Dosen anfangt. Ich nehme ja, habe ja hier diesen großen Brocken. Das sind da schon 1,5 Kilo, die man dann in so ein Vollbad reinnimmt, wenn die Badewanne 150 Liter fasst. Und es löst sich gut auf. Ich fand es sehr, sehr hautverträglich und wie gesagt total entspannend. Und so energiefördernd. Also man ist einfach fitter. Deshalb wird es ja wahrscheinlich auch das Powermineral genannt. So, das war jetzt genug Power für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis ganz bald. Eure Andrea. Und ja, hüpft mal in die Badewanne. Tschüss. Powervoll geht's auch in diesem und in diesem Video weiter.